So, nach diesem abrupten Absturz beim letzten Mal werde ich jetzt hier ein bisschen länger aufnehmen, auf jeden Fall. Ich hoffe, dass es nicht nochmal passiert. Das war auf jeden Fall irgendwie, weil mein Internet wieder an war und ja. Update und so und dann springt es aus dem Spiel raus. Weiß auch nicht warum, aber ich habe jetzt auch schon völlig wieder den Faden verloren, was ich denn eigentlich schon abgesucht habe und was denn eigentlich nicht. Das natürlich könnte wieder zum Problem werden. Aber ich glaube, wir bekommen das irgendwie schon hin. Oh, hier sind Gegner. Hier waren wir auf jeden Fall noch nicht. Oh ja. Was wir. Okay, ah. Fackeln haben wir eigentlich noch nie benutzt. Wir fackeln nicht lang rum. Haben heute mehr als 250 Barrel energetisches Magma gefördert. Die Borkäfer arbeiten absolut am Limit. Borkäfer, das ist es also. Ah. Interessant. Wir müssen Tag und Nacht in drei Schichten arbeiten, um die neue Mindestfördermenge von 400 Barrel zu erfüllen. Borkäfer Nummer 3 ist heute ausgefallen. Die Mechaniker sagen, sie brauchen mindestens 3 Tage, um ihn wieder hinzubekommen. Where the hell should we go? Ja, nein! Bombe legen! Geht's da lang? Ja, könnte sein, dass da lang geht. Gehen wir einfach mal da lang. Okay, hier geht's wirklich lang. Was ist das? Sieht aus wie wieder so ein Portal oder sowas. Schalte alle 3 Pumpen am Magma Pool ein. Okay. Das Kraftwerk hat keine funktionierende Energiezufuhr. Okay, dann schaffen wir mal eben die funktionierende Energiezufuhr. Na. Ja, nee, nee, nee. Moment, Moment. Da habe ich was. Einmal hiervon und hiervon und dann kaboom. Nein, da, kaboom. Jetzt fange ich schon an, Magie mehr zu nutzen. Nee, du Kleiner, du tust mir diesmal nichts. Okay, jetzt könnte ich quasi über die Plattform mal hier weiter, Das aber. Kraftwerk hat keine Fu Ja, ich brauche erstmal eine funktionierende Energiezufuhr. Ich glaube, die Kabel führen hier relativ zu den Ich muss die Energiezufuhren. Energieversorgung für diese Maschine finden und einschalten, sonst werde ich sie. Okay. Das ist wohl nicht. Oh je, die Gegner, die sind mir nicht so wirklich geheuer. Kann man die schneller bitte ausschalten? So. Oh, was machen die denn für Schaden? Das ist ja nicht mehr normal. So, setzen wir einfach mal eine Fackel ein. Schaden tut's nicht. So. Wir gehen langsam out of Mana. Ich hoffe, wir brauchen das nicht noch irgendwann, um weiterzukommen oder so. Na, ihr wieder. Ja. Ah, bleib weg, bleib weg. So. Na komm, einer geht noch, einer geht noch. Ach, zwei gehen noch, zwei gehen noch. Was haben wir hier noch zu lesen? Dann können wir gar nicht lesen, oder wie? Wegen der Bank können wir die nicht lesen, ja. Okay. Das Kraftwerk hat keine. Ja, ich weiß, ich weiß. Oh, nee, komm, geht weg von mir. So. Die schalte ich definitiv nicht im. Was? Zum Teufel? Im Nahkampf aus, wollte ich gerade sagen, aber dann habe ich es doch gemacht. Was ist das da? Oh. Gut. Okay, also in diesem zentralen Raum haben wir noch nichts zu suchen. Wir brauchen erstmal eine Energiezufuhr auf jeden Fall. Was steht hier? Okay, können wir gar nicht lesen. Dann lasst uns mal weiter suchen. Na ja. Sollten wir jetzt hier lang oder da lang oder da lang? Ich weiß es wirklich nicht, Leute. Ah, hier sind wir auf jeden Fall letztes Mal gewesen. Hier haben wir gestartet diesen Part. Nein, ich habe das Loch nicht gesehen. Oh. Schäm dich, Raffi. Oh, das muss jetzt alles perfekt laufen. Ja, natürlich, ja.
Ich muss es jetzt mehrmals schaffen, hier über diese Löcher zu springen. Die Sprungmechanik ist ja, wie ich schon tausendmal gesagt habe, nicht gerade vom Feinsten. Na, hier soll man ja nicht lang. Ah, ich könnte aber hier raus wieder. Aber ich sehe nicht... Ah, doch, hier waren wir auf jeden Fall noch nicht. Oh je, das geht schief. Das geht schief. Ja. Versteh einer das bitte? Wie soll ich denn diese Teile sonst schrotten, außer mit einer Bombe? Ich kann die doch gar nicht anders verschrotten. Jetzt komme ich doch gar nicht mehr dran. Kann ich vielleicht einen Zauber benutzen? Vielleicht. Was haben wir denn noch? Nee. Wirbelsturm wohl kaum. Vielleicht eine Feuerattacke? Ich weiß ja nicht. Nee, wie soll man das denn machen? Das funktioniert doch nicht. Ach, Leute. Ich bin gerade ein bisschen überfragt, wie wird das... Ja, warum bin ich eigentlich noch nicht in die Mitte? Da war doch eine Plattform, oder? Hätte ich ja eigentlich auch mal ausprobieren können hier. Was haben wir hier? Ach, den teleflorten Stein können wir hier einsetzen. Ja, jetzt würde ich jetzt hier mal mit Energie natürlich versorgt. Ist mir auch egal, wenn ich hier reinstürze. Ist völlig egal. Jetzt habe ich hier alles. Genau. Jetzt wollt ihr mich ver... Das soll schnell sein, oder wie? Okay. Ist das schnell genug? Ich weiß ja nicht. Haben wir hier noch einen Teleporter für das dritte? Ne, hier ist gar kein Teleporter, ne? Also ist, glaube ich, nicht so klug, die Dinger hier zu benutzen. Doch, ich fange ihn hier an. Renn rüber. Geh jetzt in den Teleporter. Und drück das andere noch. Ja, wie jetzt? Muss ich jetzt doch noch zu dem Teil hier? Hä? Nee, das hat doch keinen Sinn hier. Vielleicht jetzt so. Und jetzt direkt hier rüber. Komm, Melvin. Melvin, keine lange jetzt nicht viel Zeit verbraten hier. Ansonsten funktioniert das nicht. Das funktioniert auch so nicht. Wie soll ich das denn machen? Moment mal. Was ist mit meinen komischen Schuhen? Haben die mich schneller gemacht? Okay. Okay, jetzt bin ich schneller immerhin. Oh, nochmal. Komm. Dieses Teleporten geht viel zu lang. Jetzt schneller ran. Ah, verdammt. Da hätte doch gehen müssen. Jetzt aber. Oh, jetzt bin ich noch beim Porten. Teleporten. So, nochmal von vorne. Was jetzt? Hat es jetzt schon wieder aufgehört? Oh. Das geht doch nicht. Ja. Ich bin gerade wirklich überfragt, was ich hier machen soll. Alles, was ich hier machen kann, ist weniger sinnvoll. Gab es da irgendwie eine Reihenfolge oder sowas? Das hier und das hier, das langt doch gar nicht. Okay. Vielleicht erstmal hier anfangen und dann hier ran und dann da rein.
Und jetzt direkt ran. Komm, geh ran an das Teil. Wir haben es doch jetzt geschafft. Wo ist denn das Problem? Ich verstehe das nicht. Was ist denn hier mit diesem komischen Schalter, was auch immer hier war? Ah, scheint so, als könnte ich jetzt den Aufzug am Eingang der Mine benutzen. Ja. Und warum konnte ich jetzt diese Schalter drücken? Egal, ignorieren wir einfach die komischen Schalter. Ich weiß nicht, was das sein sollte. Ging auf jeden Fall nicht richtig. Ich habe gerade ein mulmiges Gefühl hier. Okay. Jetzt kann ich den Aufzug am Eingang benutzen. Alles klar. Einmal Greifhaken bitte. Ich befürchte ja, dass jetzt ein Boss kommt oder sowas. Was ist das für ein komisches Zeug hier? 21. Okay. Ach, das ist wieder ein Stein. Ah, ich muss euch wieder jetzt erzählen, was ihr seht, weil ihr seht es nicht. Weil es nimmt es nicht auf. Okay. Und alles wird blau. Ja, seht ihr noch. So. Melvin schaut in den Stein. Der Stein wird irgendwo eingesetzt in eine riesige Maschine. Ganz viel Elektrizität. Ah, diese komische Flüssigkeit, die das Böse entstehen lässt, wurde hier irgendwie jetzt mit dieser Maschine kreiert. Und da war irgend so ein komischer Typ, so irgend so ein komischer ein Kerl. Kristall, eine neue Vision. Ich wusste doch, dass der ganze Aufwand sich lohnt. Die große Maschine hat also etwas mit dem energetischen Magma zu tun, das auch hier in der Mine gefördert wurde. Ob die Maschine damit betrieben wird? Und wozu dient diese Maschine überhaupt? Und wo habe ich dieses Magma bloß schon mal gesehen? Fragen über Fragen. Ah, ich weiß es wieder. Ich kenne diesen Stoff aus meinem Albtraum nach dem Erdbeben. Aber was bedeutet das alles? War das damals schon eine Art Vision? Ich muss das unbedingt alles Thalys erzählen. Vielleicht weiß sie noch mehr über das energetische Magma, das anscheinend so wertvoll ist. Ja, das glaube ich auch, ne? Oh ja, springen. Das ist ja das Liebste, was ich tue. Was wollt ihr von mir? Ich soll da darüber springen, ja, ja, ja. Was? Okay. Wir kommen irgendwo an. Zurück am Anfang, oder wie? Ja. Wo ist jetzt hier? Ach, das ist dieser Aufzug, oder wie? Alles klar, ab nach unten. Irgendetwas stimmt hier nicht. Möchtest du jetzt speichern? Ja, irgendwo unbedingt. Wenn hier irgendwas nicht stimmt, dann sowieso. Ich habe Angst. Was kommt? Okay. Ein Boss. Da ist ein Bossbalken. Okay, was rüsten wir aus? Moment, ich weiß gar nicht, was für ein Boss das war. Ah. Okay, wir können hier nur geradeaus, was auch immer das bringt. Oh yeah, wir können hier so rumsurfen. Ja, jetzt geht's los. Wir können aber auch schlagen mit dem. Okay, haben wir ausgerüstet. Feuer, nee, wir nehmen den Kometen wieder. Was haben wir hier? Schütz gegen Feuer. Ich weiß ja nicht, was der... Schütz gegen Stiche. Zaubersprüche ab. Linder Vergiftung, wahrscheinlich Regeneration. Macht Geister sichtbar. Schütz gegen Feuer, ich weiß auch nicht. Okay, dann. Ich weiß auch nicht. Wo ist der Gegner? Oh, was ist das? Oh Gott. Ganz viele komische. Oh, wei. Nein, nicht. Was ist jetzt los? Okay, die tun ein bisschen weh, die Teile hier. Aber wir müssen aufpassen. Ich weiß ja nicht, wie viel Schaden der Boss an sich macht. Bitte. Oh, oh, oh. Weg hier. Und komm, geh, geh, geh down. So. Oh, oh, oh. Weg hier. So. Komm mal her mit deinem Schweißbrenner.
Ist irgendwie so eine riesige Maschine, die außer Kontrolle geraten ist anscheinend. Oh, jetzt hat er seine Waffe verloren. Gut. Was macht er jetzt für ein Zeug? Hey, das ist doch... Das ist ein... Ah, nee, ich dachte jetzt schon, das sah aus wie so ein... Nee, egal. Komm schon. Was habe ich dir getan, Whitley? Oh, oh, oh. Nicht in direkten Kontakt mit ihm kommen am besten. Ich glaube, ich mach's mal so. Das zieht ihm auch einiges ab. Oder? Was ist jetzt los? Was ist das für ein komisches Teil? Oh, oh, oh. Der hat irgendwie so einen komischen Mund. Ich glaube, da kommen die ganzen Zahnräder raus. Hier, das da. Nein, weg da. Schnell auffüllen. Einmal einen großen Mana-Trank. Ja. Den pumpen wir jetzt gleich voll. Achtung, und... Jawohl, das Teil ist ab. Weniger Gefahr. Komm, komm. Nein. Er bewegt sich bestimmt gleich wieder. Achtung. Oh, 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 oh. Okay, wieder ein neues Teil. Ah, das, der hat sich wahrscheinlich gedreht einfach. Der hat an verschiedenen Seiten diesen komischen Gesichter. Ah, 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 ah. Nicht so nah an ihm dran. Ja. So. Geh down. So. Okay, ein weiteres ist weg. Oh, schnell das Zahnrad hier weg. Oh, nicht so nah dran. Echt, übertreib doch. Schnell, schnell, schnell. Bisschen Energie. Bisschen Mana. Nein, doch nicht auf das, auf den Gegner. Jawohl. Aber wir haben ihm noch nicht so viel abgezogen. Erst ein bisschen mehr als die Hälfte. Also, ich dachte eigentlich, wir wären schon viel weiter, aber dauert wohl noch. So. Bleib weg mit deinem Gesicht. Nein, nicht durch uns durch. Boah. Und weg hier. Und drauf, 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 drauf. Ah, das tut weh. So. Nein, nein, nein. Komm, ja, jetzt ist es weg. Jetzt ist nur noch er selbst da. Oh, der fliegt jetzt ein bisschen arg viel rum, oder? Ah, komm. Nein, nicht rein in ihn. Das ist gefährlich, das ist gefährlich. Ein paar Kombi-Tränke tun's auch. Oh, was ist jetzt los? Es ist nur noch eine komische Scheibe. Mit viel mehr von den Teilen. Ah, nein. Komm, das ist jetzt gleich down. Jawohl. Wir haben es tatsächlich geschafft. Es ging aber richtig gut. Es hat richtig Bock gemacht, sogar der Bosskampf. Mit diesem komischen Surfbrett. Bei der Macht der Ventile. Der Aufzug ist kaputt. Wie in aller Welt komme ich denn jetzt hier raus? Hey, hallo Mel. Pia, komm hier rüber. Hier drüben gibt's einen Fluchtweg. Oh ja, schnell, schnell, schnell. Los, komm schon. Beeil dich, wir haben keine Sekunde mehr zu verlieren. Oh ja, schnell in den Aufzug. Danke, Thalys. Siehst du diese Konsolen? Beide Hebel müssen zur gleichen Zeit umgelegt werden. Leg ihn um, wenn ich das Kommando gebe. Verstanden? Alles klar, okay, machen wir. Eins, zwei und jetzt. Alles klar, komm. Komm, mach schon. Ah gut, es hat funktioniert. Ich glaube, jetzt kommt wieder eine Videosequenz, oder? Wir changen das Gebiet. Okay, sie rennen aus dem Canyon raus. Und der Canyon... Oh, die komische Flüssigkeit folgt uns. Alles explodiert. Magma überall. Oh mein Gott. Wir rennen davon. Werden sie es schaffen? Oh, 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 oh. Melvin hätte fast so einen Stein verloren. Oh, yeah. Riesiges Licht. Es explodiert. Wie in der Atomexplosion gerade. Aber sie haben es überstanden. Und alles ist von Magma umringt. Oh mein Gott. Melvin hätte sie fast geküsst. Okay.
in der Ferne sahen sie etwas blinzeln. Das scheint der neue Wegpunkt zu sein, den wir zu erreichen haben. Das ist also die Schneewelt der High Mountains. Nun ja, über mangelnde Abwechslung, was die Landschaften von Gotos angeht, kann man sich wahrlich nicht beklagen. Nee. Ich frage mich nur, wie die Schach hier mit ihren Pop-Pops durchkommen wollen. Zunächst müssen Talis und ich erst einmal einen Weg zu dem geheimnisvollen Turm finden, von dem Gaidon, ihr Vater, ihr so vieles erzählt hat. Wohlan! Das wird ein fröhliches Geschlittere. Oh ja, jetzt sind wir hier in den eisigen Kälten angekommen. Mir fröstelt's schon richtig, wenn ich hier diesen ganzen Schnee sehe. Aber das werden wir erst in einem neuen Part erfahren, wie es denn hier aussehen wird. Ich danke euch fürs Zuschauen. Schaltet wieder ein, wenn es heißt Let's Play Technomage. Ich bin Ruffy Ruffzahn. Ciao.